jedes Mal, wenn ich solche Kabarettisten reden höre, habe ich den Eindruck, das wären eigentlich die besseren Politiker. Der letzte Beitrag ging ja gerade über das Europäische Parlament. Man könnte durchaus sagen, das ist eigentlich gar kein Parlament. Das darf nämlich selbst keine Initiativen ergreifen. Ihm fehlt das Initiativrecht, um zu sagen, wir wollen, dass dies und jenes auf die Tagesordnung kommt. Wir möchten, dass die Kommission mit uns zusammen, mit diesem Parlament zusammen ein neues Gesetz auf die Wege bringt. Man könnte ja zum Beispiel mal auf die Idee kommen, zu sagen, wir wollen, dass die Landwirtschaft nicht mehr unser Wasser verseucht, also sprechen wir ein Verbot von Herbiziden, Pestiziden und all diesem Zeug aus. Tja, gut gesagt, gut gedacht, aber das Initiativrecht hat das Parlament ja gar nicht. Also von daher ist das EU-Parlament nicht gut angesehen, aber wir haben in Kürze Wahlen, nämlich übernächste Woche Sonntag. Und man sollte das EU-Parlament nicht nur negativ beurteilen, schließlich haben die zum Beispiel so etwas wie ACTA verhindert. Und das war gut. Und jetzt finden wir möglicherweise über andere Freihandelsabkommen die ACTA-Inhalte wieder durch die Hintertür. Das ist in diese Hydra, der immer wieder ein neuer Kopf wächst. Aber diejenigen, die es mit Sicherheit verhindern können, sind die EU-Abgeordneten. Ob das Ding jemals in den Bundestag kommt, wissen wir ja gar nicht. Und deshalb haben wir dieses Bündnis gegen TTIP eine Unterschriftenliste vorbereitet mit Forderungen in Sachen TTIP, die sehr eindeutig sind und die Abgeordneten auffordern, dieses Abkommen nicht zu ratifizieren. Das geht an die EU-Abgeordneten und wir haben jetzt noch ein paar Tage Zeit, Unterschriften zu sammeln. Da vorne liegen sie. Ich bitte euch, guckt euch die Forderungen an und unterschreibt noch, bevor ihr rausgeht, wenn euch das Anliegen passt. Und ich denke, TTIP verhindert, wie jeder von uns in Europawahlen sind, bei diesem Gesichtspunkt tatsächlich nicht so ganz unwichtig. So, jetzt freue ich mich, einen Politiker zu begrüßen, der eigentlich schon so ein bisschen über den Parteien steht, weil er nämlich einfach immer das tut, was er für richtig hält, in Kauf nimmt, in seiner eigenen Fraktion, im Parlament, überall in der Minderheit zu sein, weil seine Stimme wird gehört. Christian Ströbele.